Heute haben wir Gülefieren gesägt, aber nicht bei mir daheim, sondern ich tue halt aufsichtsweise bei meinem Nachbar Gülefieren. Also ich wohne da hinter dem Baum auf dem Berg rum, ich sehe bis heim. Und ja, wieso tue ich für meinen Nachbar Gülefieren? Also auf dem Betrieb hat es eben einen Unfall gegeben und eine komplette Arbeitskraft ist halt ausgefallen oder wird auch noch länger ausfallen und deswegen helfen wir ganzen Nachbarn, jetzt in den einen Nachbar, so wie es halt bei uns ist. Wir müssen zusammenhalten, wir Landwirte, das hilft nicht. Und das machen wir gern. Deswegen tue ich da heute Gülle führen aufs Maisland. Und der Bauer vom Betriebsinhaber, der was eben den Unfall gehabt hat, der tut halt Scheiminger. Also gestern haben wir schon angefangen, die gehabt, da habe ich noch Scheiminger da und der hat Gülle führen da. Auf die Steinflächen, also er fährt eben mit so einem 61-95 CVD, ein ehrlicher CVD, ohne Blut, ohne Teufelwert, der geht nur richtig gut und hat einen geilen Spruch. Und ich habe eben einen Deutsch-Scheiminger da und gestern haben wir dann umgehängt. Jetzt fahre ich eben mit dem 12,5 Kubik Vacotec-Fassel. Das ist ein Schleiderfassel, also das hat da drin Schnecken. Das fördert das zurück und hinten ist dann glaube ich so ein Wurfrall, das was halt das dann raus befördert. Ich habe das eh vorher schon im Vorspann oder so gesehen. Also das Gespann schaut schon gescheit geil aus. Das passt voll gut dazu. Der Papa hat auch gesagt, schaut schon geil aus. Er packt es eigentlich wirklich gut, das haben wir gar nicht gedacht. Aber ja. Für uns daheim ist trotzdem so ein 10,5er war perfekt. Mega hat man schön fahren. Ich mag mit dem eigentlich wirklich schön fahren, das geht voll super. Aber ja, mir ist halt einfach, wenn es groß ist, hilft nicht. Ich meine, ich kenne Leute, die fahren mit einem 714er, einem 514er mit 14.000 Liter. Ja, kann man machen, muss man nicht. Oder einer fährt mit 200 PS mit 28 Kubik. Bei uns haben wir dann da. Aber naja, wieso nicht? Ja, im Befüllt wird das Fassel da über so einen Going. Also, die Gülle kommt von unten rauf, durch die Pumpen durch und dann wird es von oben rein befördert. Deswegen schaut er das da ein wenig aus, weil hier und da übersieht man so, dass es schon ziemlich voll ist und dann rennt sie da ein wenig drüber. Ja, hilft nicht, man kann mehr alles waschen, der Traktor schaut auch immer noch aus wie Zau. Aber. Hilft auch nicht, keine Ahnung, das kann man nicht waschen. Heute haben wir den 17. April, jetzt ist halb 2. Also da ist eh schon seit 7 Uhr fahre ich jetzt mit dem Fassel. Da habe ich schon ein paar Kubikkasse gehabt. Eben, er tut da ein paar Scheiminger, er steht gerade da oben. Vielleicht kommt er noch mal vorbei. Aber ich muss dann eh aussteigen, weil es fast voll ist. Mittlerweile dauert es an. Es befühlt schon ziemlich lang, weil es ja trotzdem ziemlich viel Höhenmeter machen muss, da jetzt vor 3 Meter und dann nochmal 4 Meter auf, also 7 Meter muss die Gülle dann mal auf, dass sie in den Tank reinkommt. Aber am Anfang ist es wirklich viel schnell gegangen, aber jetzt dauert es wieder ein wenig länger. Aber hilft ja nicht. So, ja, fast alles voll. Jetzt seht ihr auch eben den CVD, wie er fährt.
so eine Scheibe auf, oben ist auch zu. Also eben um den dicken Schieber, dass da nichts rauskommt. Und ja, vielleicht gleich mal am Anfang an der Tür. Ich hab da jetzt einmal das Format bei der Gruppe geändert. Auf super weit, also es müsste jetzt dort extrem weit sehen. Nein, gerade auf jeden Fall so ein wenig weitwinkelmäßig. Ich hoffe, dass die Einstellung auch halbwegs passt, aber das schaut gar nicht so schlecht aus. Ja. Also ich fahre da jetzt vom Betrieb weg und mal oben auf Bahnstraße und bei uns am Hausberg rauf. Also das Völl ist eigentlich, wie sagen hin, passt halt fest zu uns dazu. Nein, gar nicht. Ja. Also ich habe eben vorne wieder das neue Gewicht um. Das passt jetzt da perfekt dazu, weil ich trotzdem ein wenig Gewicht auf der Vorderachse brauche, das hilft nicht. Und sonst geht es eigentlich wirklich fesch. Haut alles voll hin. Das Fassel, ich finde allgemein die Polyester-Fassel, ich finde es einfach voll schön so. Und ich finde es auch so geil, weil es einfach so leicht sind. Das taugt mir einfach. Also, wenn man bei uns einmal ein neues Fassel kennt, dann wird es sicher auch so Polyester-Fassel. Ja, ich habe eigentlich wieder am Kopf gesetzt. Ich weiß nicht, mir taugt das irgendwie einfach an mehreren auch. Selben, wenn ich mir das anschaue, wenn ich das irgendwie fahre. Und vom Ton her passt das auch ziemlich am besten. Also, ich habe mir zwar jetzt ein Mikrofon gekauft für die GoPro. Da gibt es zwar kein originales, aber ich habe es gefunden mit dem richtigen Stecker dazu. Und ja, deswegen. Schauen wir mal, wie das dann wird. Also mein Saugen abfahre ich sonst nicht mehr auf der Scheibe und jetzt habe ich halt meinen Kopfbandel auf den Kopf. Das geht so auch. Da kommt unser super Schupfen, also das ist eben mein Heimstritten. Wir haben halt auch nicht so super Straßen da. Vielleicht sieht man es da jetzt auf der Kamera, aber da blinkt das rote Dreieck mit den Rufzeichen. Wieso blinkt das? Also der Traktor, den gab es auch mit Viscolüfter, also den Umkehrlüfter da, dass es sich so ausbläst. Und den hat aber der Traktor gar nicht und der Blindstecker, der was jetzt ein Anstecker dann war, da ist wahrscheinlich ein wenig Feuchtigkeit drin und deswegen hat er jetzt so, es steht halt da nicht identifizierter Motorlärm und eine Nummer dazu und da haben wir ihn abgefragt und das ist eben von dem Viscolüfter, aber den hat er eben gar nicht und deswegen ist da halt so ein wenig Feuchtigkeit drin, ja. Deswegen hat er halt so ein wenig so eine Spannung. Und deswegen schreibt eben den Fehler daher. Das gehört eigentlich nur mal austricken, also mit der Druckluft reingefahren. Und dann müsste das gehen, also der Stecker ist direkt neben der Lichtmaschine, aber ich bin da nicht dazugekommen, dass ich das mache. Ja, also eben der Betrieb, das ist der, den man auf der Kamera sieht. Und da ist unser Betrieb. So, Allrad müssen wir einschalten. Und
ja, da war immer Begrünung, da kommt jetzt Gülle her. Da steht noch Grünchen trocken, den Wasser auch vorher noch mahlen werden. Und dann kommt da noch Mais her, dann ist das da ca. 3 Hektar Fleck. Und da ist eben eh schon unser Grund, unsere Wiesen und eine schöne Halle 365 steht heraus mit dem Kipper. Ja. Also das Feld ist ziemlich lang, da komme ich mit einer Länge nicht aus und ich fahre da. Also der Chef, für den was ich heute sozusagen fahre, hat gesagt, 1,5 km/h darf ich fahren. Also soll ich fahren. Und jetzt habe ich mein Tempomat 1,5 km/h eingestellt. Und naja, dann rennt da irgendwas aus. Das kleine Stickgefieder da gleich noch an, dann schiebe ich da zurück. Ja, da ist vorher das Fassel gearbeitet und dann habe ich da noch mal angefangen. Da ist dort das Fassel gearbeitet, jetzt hat er da so kleine Sticke. Das was noch ausgekühlt gehört. Und das regiert noch schnell. Ja, irgendwer hat einmal gesagt, geht innen so genau wie beim Mist und Gülle führen. Aber da geht schon genau her. Das hilft nicht. Ja, was tue ich jetzt? Zapfen einschalten. Dann dreht es ja ziemlich auf, also ich könnte auch mit den Sportzapfen fahren, aber ja, ich brauche ein wenig Drehzahl und dann nicht einmal Schieber aufmachen. Tempomat rein, Doppelklick auf den Knopf, das bin jetzt auch schon drauf gekommen. Das ist einmal richtig geil, der Tempomat. Und dann sprüht er schon raus. Also das sind eben schon unsere Flächen da. Das ist eben direkt der Nachbar. Wir helfen ihm eigentlich eher des Öfteren aus. Zum Beispiel mit Meißelien habe ich einen Kipper fahren da für ihn. Und ja, mit bei den Landunternehmen, wo ich fahre, hier und da. Mit denen gehen wir da auch mal, weil ich auch bei denen fahre. Deswegen kenne ich auch schon die Flächen, oder man kennt ja eigentlich die Flächen in der Nachbarschaft. Das ist ja so, dass ich jetzt weiß, okay, die und die Flächen gehört dem und dem Bau. Und so ist es bei uns auch. Ich meine, wir haben es schön, weil wir halt ziemlich Wissen ums Haus haben. Und da passt halt natürlich das auch noch fest dazu, aber. Passt eh gerade so, wie es ist. Jetzt haben wir nochmal 2,5 Hektar Pachtflächen dazugekriegt, weil ihm da ein Landwirt aufgehört hat, der wohnt eher da drüben auf dem Berg. Das haben sie jetzt auf 4 Landwirte hat sich das aufgeteilt. Wir haben leider weniger gekriegt, als wir wollten. Also wir haben 2,5 Hektar Wiesen gekriegt. Wir hätten gerne nochmal 2 Hektar Föll oder so gekriegt, oder 1 zumindest. Aber ja, besser wie nichts auf jeden Fall. Ist auch nicht weit zum Fahren. Ja. Also wir haben an sich genug Flächen für das, was wir an Viecher haben. Wir haben zwar hier jetzt auch schon, also wir fuhren hier jetzt gerade ja, 45, 46, 47 Kühe, also Milchkühe. Und dann dazu noch einige Stier und Nachzucht eben. Die fressen natürlich auch was, das bleibt nicht aus, dass die nichts essen. Und mittlerweile sind wir schon am überlegen, ob wir nicht mit den Milchkühen wieder ein wenig anstocken. Weil einfach, ja, Futter sonst zu wenig wird, weil es hat im ganzen April im Jahr 3 Liter waren es nicht, was es gekriegt hat, oder nicht einmal. 2 Liter meine ich. Und das ist einfach viel zu wenig, erster Schnitt, wenn der nicht rausgibt, dann ist ja sowieso schon wieder das ganze Jahr für den Arsch, wenn man es jetzt so sagt einfach. Und deswegen werden wir vielleicht wieder mit den Kühen ein wenig zurückgehen. Also wir haben eben dieses Jahr wirklich mal einen Höchststand im Stall. Zurzeit machen wir 42, ja, 42, 43 Kühe und der Rest sind eben Druckgestelle oder Kalm. Und ja, also zurzeit sind wir wirklich ziemlich groß aufgestellt. Wir sind auch, weil da auch immer viel auf die Frage aufkommt, ob wir für den leben können. Also wir sind einfach die größeren Bauern da in der Nachbarschaft. Also
eben von dem, was ich fahre, der hat noch mehr Viecher, der hat knapp 60 Kühe. Und dann gibt es noch einen, der was für uns immer heimführen tut, für den, was ich auch hier hinterfahre. Der hat 70 Kühe, meine Weltroboter. Und dann kommen eigentlich eh wir. Der nächste hat dann 30 Kühe. Und dann. Ja, dann haben wir da noch einen und da unten. Naja, wir sind halt im guten Mittelfeld, sag ich mal. Also, wir sind jetzt nicht klein für unsere Region, sondern wir sind eigentlich ziemlich genau mittendrin. Also, bei uns in Österreich können wir wahrscheinlich leben davon. Also, seht ihr, was die Deutsche fahren, ist eh klar. Nein, gar nicht. Aber wir können sie jetzt nicht beschweren wegen dem Milchgeld. Klar könnte es mehr sein. Für das, was wir leisten, behackeln 24/7. Die könnten wir jetzt genauso da hinlegen. Jetzt Corona-Zeit, die Leute, Homeoffice, ja, wird wurden leicht was. Das ist ja dasselbe bei uns in der Schule. Also, wir kriegen halt Aufgaben zugeschickt. Ja, super, ich muss Gülle führen. Sau traue. Ich kann jetzt da nicht Schulzeug machen. Das geht nicht. Deswegen ist es halt so, wie es ist. Ich bin froh, dass ich da meine Gülle führen kann, solange es geht. Und ja, also ich fahre eben jetzt 1,9 km/h. Das finde ich ein geschissen beim Deutz da, bei der Tempomat so genau geht. Ich habe 1,5 km/h eingestellt und fahren wieder 1,9. Also wenn ich jetzt drücke von der Geschwindigkeit und dann wieder aufhöre auf die 1,5, dann fahre ich es genau. Aber jetzt nicht, wenn ich 7 km/h fahre, dass ich genau auf die 1,5 zurückgehe. Das tut er leider nicht. Das finde ich ein wenig doof. Ja, mir gefällt das Fahrzeug eigentlich wirklich so gut. Das liegt so geil auf der Straße. Ich mache mit Kugelkopf unten anhängen. Und ja, einfach geil. Taugt mir. Es ist eigentlich so leichtzügig. Mich wundert so, dass ich da jetzt auf den lockeren Boden so schön fahren mag. Das habe ich mir wirklich nicht gedacht. Aber es geht eigentlich wirklich. Das passt voll. Ja, ich habe eigentlich auch in meiner Videobeschreibung einmal verlinkt, weil da auch extrem viele eigentlich gefragt haben. Zum Beispiel ein Radio von DTV jetzt habe ich einen verlinkt. Handyhalterung habe ich glaube ich auch verlinkt, meine Kamera habe ich einen verlinkt. Das Zeug, was halt ich so ein nutze, weil da ja wirklich oft auf Instagram oder so gefragt wird, wo ich das her habe oder was das genau ist. Und das habe ich da jetzt in die Beschreibung unten reingestellt. Bei YouTube allgemein in der Beschreibung steht ziemlich viel Nutzvolles, also Nützliches. Zum Beispiel, was wir für Maschinen haben, jetzt so ein wenig das Wichtige. Oder auch Tiere, was wir da so haben. Und ja, weil auch ziemlich oft gefragt wird eben. Genau. Ja, man sieht auch da am DTV ein paar Güllespritzer. Nein, das Dach hier da oben auch. Ich weiß nicht, wie das da hinkommt, aber. Ja. Ist halt so, wie es ist. Man kann alles waschen. Auch wenn es zurzeit nicht schön ausschaut, aber. Es wird auch wieder vergehen. Also da einfach Schwimmstellung rein und dann Dinger schalten, zapfen und Drehzahl wegnehmen. Also Drehzahlspeicher könnte ich natürlich auch noch machen, dann müsste ich da einschalten. Aber ich stelle mir irgendwie gerne mit dem Handgas ein, weil da weiß ich es eigentlich auch ganz genau oder wenn ich mich regulieren will. Und ja, ich komme eben bei Zeit auch immer wieder auf Neues drauf.
wie was geht, wie was leichter geht, eben auch mit dem Tempomat. Gießt ein paar Scheiben. Ich habe mir eigentlich gedacht, nein, brauche ich eh nicht. Das fahre ich eh so auch, aber das geht mit dem Tempomat so schön. Also das ist wirklich ein Traum. Ja, also man sieht da, es staubt als wir. Obwohl da Begrünung gestanden ist. Aber da staubt es eigentlich noch wenig im Gegensatz zu den Feldern, was wir vorher gemacht haben. Da ist noch mehr Wasser da. Ich meine, da ist ein Teich. Der druckt auch ein wenig Wasser. Und ja, aber hilft ja nichts. Ich habe es jetzt eh, glaube ich, im letzten Vlog auch gesagt, dass wir ziemlich wetterabhängig heute sind in der Landwirtschaft. Das wissen eh alle. Ohne Regen geht nichts. Der Sticker steht nicht so geil, aber geht sich auch immer aus. Rad ausschalten. Trali hat das eh eingeschaltet. Ganz wichtig. Kommen meine Blitze auch zur Geltung mit dem Gewicht. Also wenn man auf der Straße da noch weiterfährt, dann ist man bei mir daheim. Und jetzt fahre ich halt wieder anfühlen. Das, wie ich 50 km/h Traktor fahren dürfen kann. Ganz einfach, in Österreich ist das ein wenig anders. Da. In Österreich gibt es einen Traktorführerschein, das ist der F. Und mit dem Traktorführerschein kann ich alles fahren. Erntemaschine, Traktor bis 50 km/h und wird alles bis 40 Tonnen. Also deswegen darf auch ich bei Lohner fahren. Ist komplett wurscht. Alles was über 50 km/h ist, brauchst du dann einen Lastwagenführerschein. Also wir haben nicht so zwei Traktorführerschein, so wie es in Deutschland ist. Ich sag, also das verstehe ich sowieso nicht so ganz, aber ja, ist ja nicht mein Problem. Bei uns in Österreich ist das halt irgendwie ein wenig einfacher und geiler gelöst. Genauso wie mit Güllefassel, mit dem Schwanenholzverteiler. Der von bei uns auch noch ist noch nichts verboten. Aber wird sicher alles noch einmal leider Gottes. Weil alles, was in Deutschland einmal ist, das dauert keine 10 Jahre sicher nicht. Sagen wir mal 5 Jahre oder so und dann ist es eh bei uns auch. Und ja. Aber hilft eh nichts. Wir müssen auch damit leben. Und ja, mittlerweile habe ich mir eh schon wieder 20 Minuten geredet. Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn ich irgendwann mal so ein Fassel für mich nehme. Das passt mir nicht ganz gut. Und ja, dann möchte ich mich schon mal bedanken fürs Zuschauen. Lasst ein Like oder ein Abo da. Das könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. Ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt in einem Video. Also da unten abonnieren, da ist die Glocke. Und wenn du da drauf drückst, dann kriegt ihr immer Benachrichtigung, wenn ich jetzt ein Video auflade. Also so circa einmal in der Woche werde ich immer ein Video aufgeladen. Zurzeit geht es halt natürlich besser wegen Corona, weil ich eigentlich immer daheim bin, immer hocken habe und besser wegen Film. Da passt natürlich sowas genau rein, weil sowas sehen irgendwie, also sowas seht ihr als Zuschauer irgendwie ziemlich gern, glaube ich. Wenn ich einmal mit solchen Maschinen fahre. Und ja, dann sieht man sie beim nächsten Video wieder. Viel Dank!